Bei sehr vielen Menschen, leider auch Gärtner, genießen Ameisen einen sehr schlechten Ruf. Sie werden als Plagegeister bezeichnet, nervtötend, sollen die Pflanzen in Ruhe lassen. Und manche Menschen greifen dazu recht verheerende Maßnahmen und wissen eigentlich gar nicht, welche Aufgaben bzw. welche wichtige Funktion und Rolle Ameisen im Garten überhaupt spielen und auch dafür beitragen können, dass unsere Pflanzen besser wachsen können. Der erste Indiz, woran man erkennen kann, dass Ameisen sehr wichtig für diesen Insektenplaneten sind, ist, dass die Ameisen im Allgemeinen genauso eine so große Biomasse an den Tag legen wie zum Beispiel wir Menschen. Und es ist auch sehr interessant, die Menschen ein bisschen zu beobachten, wie sie auf Ameisen reagieren, aber wie toll sie zum Beispiel Honigbienen finden, obwohl Ameisen und Honigbienen sehr stark miteinander verwandt sind, aber die Ameise wird bei sehr vielen gehasst und die Honigbiene wird bei sehr vielen gefeiert. Meine Vermutung ist, dass nur sehr wenige Menschen die Vorteile von Ameisen überhaupt kennen. Und dazu zählen zum Beispiel, dass sie eine Art Gleichgewicht halten. Also in dem Zusammenhang, wenn es zum Beispiel Insekten gibt, die Überhand nehmen im Garten, dann springt dort die Ameise rein und versucht dann diese Plage von diesen einen Insekten, wenn die sich zu stark vermehren, auch wieder zu reduzieren. Weitere Sachen sind zum Beispiel, dass sie den Boden durchlockern mit ihrem Nest. Eventuell bauen sie einen Hügel oder sind halt nur unterirdisch, aber sie fördern damit auch die Bodendurchlüftung, die Bodenlockerung, die Humusbildung. Und das kommt natürlich auch unseren Pflanzen zugute, denn je lockerer und humusreicher der Boden ist, desto besser können unsere Pflanzen auch darin gedeihen. Und auch sehr interessant ist, was vielleicht auch nur sehr wenige wissen, ist, dass halt auch die Ameisen ihre eigenen Pilze züchten als Futtervorrat. Und das ist halt sehr interessant. Das machen zum Beispiel Blattschneide-Ameisen, die züchten zum Beispiel ihre eigenen Pilze. Und wenn halt die Pilze dann im Boden sind, dann können die sich auch dementsprechend durch die Ameisen verbreiten und da auch wieder dem Pflanzenwachstum und der Artenvielfalt im Boden, also in den Bodenlebewesen, wieder zusätzlich erhöhen und das Wachstum von unseren Pflanzen ebenfalls. Keine Unterbrechung, gleich geht es weiter und zwar einfach wieder den Kanal abonnieren, dabei die Glocke drücken, Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat und auch kommentieren. Hilft einfach dem Algorithmus, meinen Kanal und meine Videos weiter zu verbreiten, damit ich mehr Leute zum Beispiel erreiche. Bin auf eure Unterstützung angewiesen und bin auch dafür sehr dankbar. Wenn ihr nochmal zusätzlich weitere Unterstützung unterstützen möchtet, mir und das Projekt, findet ihr weitere Möglichkeiten, PayPal, Bankkonto, auch Produkte von meinem Permakulturprojekt, alles unten in der Videobeschreibung. Weitere nützliche Tätigkeiten von der Ameise zum Beispiel ist, dass sie Pflanzensamen verbreiten und mehr als 90% der toten Tiere zum Beispiel abtragen. Also die übernehmen halt in unserem Kreislauf, in der Natur sehr wertvolle Aufgaben, verbreiten sozusagen Pflanzen und tun halt dann auch ja den Abbauprozess mit unterstützen. Und die Ameisen sind auch ein gutes Anzeichen für eine sehr hohe Biodiversität. Es gibt ja sehr viele unzählige Ameisenarten. Ich habe zum Beispiel bei mir im Garten Waldameisen, die sind bei mir im Folientunnel. Die bauen bei mir jetzt nur unterirdisch, da laufe ich manchmal immer versehentlich drüber. Gibt normalerweise da immer kein Problem, die krabbeln dann bei mir rum, stechen mich nicht so. Aber bei Waldameisen ist das auch sehr interessant, zum Beispiel da, wo sie leben im Wald, die dämmen zum Beispiel den Borkenkäfer ein. Also das ist vielleicht für die Forstwirtschaft auch sehr interessant, also die fressen zum Beispiel den Borkenkäfer. Dann gibt es auch diese gelben Wiesenameisen nennt man die, und die sind meistens nur unterirdisch, haben auch kaum Eingänge oder sowas. Die bauen in ihrem Nester sehr wenige Eingänge. Liegt einfach nur daran, dass sie sich zum Beispiel von Wurzeltau ernähren. Das heißt, sie benötigen einfach nur den Boden, eine Pflanze, oder züchten auch wieder selber Wurzeln, wo sie dann sich versorgen können. Oder wie ich sie ja zum Beispiel kenne, diesen ganz normalen Haufen, also die ganz normalen Gartenameisen, sage ich mal, die gibt es auch, übernehmen auch sehr viele wichtige Aufgaben. Die meisten können nicht so gut mit Ameisen Kirschen essen, weil sie halt zum Beispiel sehr raffiniert sind und die
Blattläuse an bestimmten Pflanzen zum Beispiel hinbringen und dort auch beschützen vor zum Beispiel Marienkäfer. Habe ich jetzt letztens wieder bei mir bei den Bohnen gesehen. Das ist halt immer diese schwarzen Blattläuse bei den Bohnen. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo halt dann die Ameisen dort die Blattläuse hinbringen. Einfach aus dem Grund, weil halt dann die Blattläuse, die ziehen ja das Chlorophyll aus den Pflanzen raus, als Futter sozusagen. Und ihre Ausscheidungen ist dieser Honigtau, den zum Beispiel auch Bienen bei der Honigproduktion manchmal auch nutzen, wenn sie nichts anderes finden. Und die Ameisen machen genau das Gleiche, die melken zum Beispiel die Blattläuse, also sozusagen eine Futterquelle, ist aus deren Sicht recht intelligent, dass sie sich versuchen, wie ein Landwirt oder wie Gärtner selbst zu versorgen. Wie gesagt, Pilzzucht, die Blattläuse melken, machen wir zum Beispiel mit Kühen auch, interessiert aber keinen, die meisten nicht. Das ist dann auch bei sehr vielen Gang und Gäbe. Klar, gibt Veganer, da ist es eine andere Sache, also die meisten, viele Leute, sage ich mal, da ist es für die auch zum Beispiel in dem Zusammenhang kein Problem. Aber wenn man es jetzt so zum Beispiel betrachtet, bei mir wird es immer weniger bei den Bohnen, einfach aus dem Grund, weil dadurch Marienkäfer angelockt werden. Wenn die so viele Blattläuse ranholen, die Ameisen, dann erhöht es zusätzlich nochmal die Biodiversität, weil da dann auch wieder Marienkäfer kommen und sich das über die Jahre hinweg dann die Blattläuse immer weiter dezimiert. Und so ich dann auch einen Nutzen davon habe. Wenn jetzt einige von euch trotzdem keine Lust auf Ameisen haben, beziehungsweise dass sie in einer ungünstigen Stelle sind, dann kann man die zum Beispiel umsiedeln. Man kann zum Beispiel auf den Hügel oder auf diesen Erdhaufen einen Terrakottakopf umgedreht draufstellen, eventuell noch mit Strohwolle auskleiden, für ein paar Tage warten, dann bauen sie halt ihr Nest da unten rein. Und dann kann man dann zum Beispiel dann dieses Nest, nimmt man halt eine Schaufel, schiebt es unten rein, also wie zum Beispiel eine Spinne, die man raustragen möchte mit einem Blatt Papier, schiebt die Schaufel so unten rein, hebt dann den Topf an und wenn dann genug Eier sind, also sagen wir mal 80-90% der Eier von den Ameisen da unten drin sind, dann trägt man die zum Beispiel 100 Meter weiter weg, irgendwo anders, damit die nicht an den alten Ort zurückkommen und siedelt die dann dort an und dann kommen auch dort die restlichen Ameisen dorthin und bauen dort ihr Nest einfach aufgrund von diesen Eiern, weil halt die Ameisen mit Duft Noten, sage ich mal, arbeiten. Das ist auch mit auch bei süßen Sachen oder wenn sie halt im Garten rumlaufen, die arbeiten mit gewissen Duftnoten und so kommunizieren die zum Beispiel unterhalb des Baus miteinander, also zum Beispiel, wo die Eier sind, wo es Essen gibt, ob das jetzt einer von einem Bau ist oder nicht, ob die Kolonie freundlich gesinnt ist oder nicht. Und das machen Bienen zum Beispiel auch, dass sie halt mit diesen Duftnoten arbeiten. Nochmal ein kleiner Hinweis für euch, damit ihr nochmal zusätzlich drauf schaut, dass ihr nicht unbewusst Ameisen bei euch in den Garten ranlockt. Also die mögen natürlich gewisse Art von Obst. Das heißt, dann schaut, dass ihr Fallobst rechtzeitig aufkloppt oder irgendwo hinbringt, da wo sie sich ansiedeln können. Oder wenn ihr zum Beispiel mit, was ich zum Beispiel mache, mit Melonenschalen mulchen oder mit anderen süßen Sachen, dass ihr das, wenn ihr das dann in eure Beete mit reingibt, dann habt ihr halt eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich dann dort die Ameisen hinbewegen, weil es halt sehr viel Futterquelle gibt und Futternahrung, dass sie dann dort ihren Haufen halt einfach aufbauen. Also ist natürlich logisch und nachvollziehbar und sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Jetzt noch zum Abschluss faszinierendes Detailwissen bezüglich der Ameisen. Es gibt zum Beispiel Käfer, die den Duft des Baus zum Beispiel annehmen, also der von der Königin und der Arbeiterin, damit die halt dort als Brut zum Beispiel betrachtet werden. Dann werden sie dort reingetragen in den Bau und werden von den Arbeiterinnen zum Beispiel versorgt, weil die Arbeiterinnen, wie gesagt, dieser Duft, die Duftnote auch von den Königinnen und von dem Bau, ist einfach für die Arbeiterinnen sozusagen auch ein Programm, dass man sich darum kümmern soll, pflegen soll, alles Mögliche. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch zum Beispiel parasitäre Ameisenarten, oder nennt man auch Sklavenköniginnen, in diesem Zusammenhang. Das heißt, dass eine Königin versucht, einen anderen Bau zu infiltrieren, vielleicht auch mit Unterstützung von anderen Ameisen. Und die versuchen ja dort in den Bau einzudringen. Die eine Ameisenkönigin kämpft gegen die andere und versucht sie ja zu töten. Die kann auch zum Beispiel die fremde Duftnote auf ein paar andere Ameisen, Arbeiterinnen von dem Feind, ansprühen. Das heißt, dann haben die eigentlich befreundete Arbeiterinnen haben dann unterschiedliche Düfte und weil sie dann so programmiert sind, dann können sie sich auch greifen sie sich auch zum Beispiel gegenseitig an und zerfetzen sie sich. Das sind also solche psychologischen Taktiken, sage ich mal, von der Sklaven-Ameisenkönigin, um halt den Bau zu übernehmen. Gelingt es ihr zum Beispiel, dass dann halt die
meisten Arbeiterinnen gestorben sind und dann auch die Königin, dann bleiben eventuell noch ein paar Arbeiterinnen übrig, die ja die Duftmarke von der fremden Ameisenkönigin angenommen haben und dann noch so programmiert sind. Und dann fängt die Sklavenkönigin, sage ich mal, an, neu zu brüten, und die eigentlich fremde Art der Arbeiterin von den Ameisen brüten die zum Beispiel auch. Also es ist sehr interessant. Würde ich euch unten nochmal einen kleinen Artikel verlinken, wo ihr da auch mal ein bisschen Recherche machen könnt. Also es ist sehr faszinierend, was Ameisen eigentlich leisten, was die machen, wie sie ticken. Und da kann man sich dann auch stundenlang damit beschäftigen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euren Horizont bezüglich der Ameisen erweitern konnte und vielleicht ihr euer Weltbild bezüglich Ameisen etwas anpasst oder auch ändert. Das sind sehr wertvolle Tiere, übernehmen eine sehr wertvolle Aufgabe bei unserem Ökosystem, und das sollten wir auch dementsprechend nutzen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.